Kabarettist Vinz Ebert heute Morgen bei uns. Früher auch Schlümpfe gesammelt? Nein, nie. Ich habe immer Carrera-Rennbahn gespielt. Ach, ich dachte, du hast immer nur Physikexperimente gemacht, ja. Schon als Kind. Apropos Experiment. Vinz hat uns ja versprochen, das ein oder andere Experiment hier live durchzuführen, um zu beweisen, was für ein toller Physiker du bist. Genau, ja. Also der Teilchenbeschleuniger in CERN, der ist ja kaputt. Deswegen machen wir hier schöne Experimente. Ich erkläre im normalen Programm anhand dieses Experiments die Beweisführung von Hexenprozessen. Mhm. Und zwar hat man ja früher, vor 300 Jahren, die Frauen an Armen und Beinen zusammengebunden und hat sie in den Fluss geworfen. Wenn sie an der Oberfläche geblieben ist, war sie eine Hexe, ist danach verbrannt worden. Ist sie untergegangen, war sie unschuldig und ist ertrunken. Also aus der Sicht der Kirche eine klassische Win-Win-Strategie, kann man sagen. Ja, super. Okay. Was hat das jetzt mit Physik zu tun? So, und es ist jetzt leider abgeklebt, aber das ist eine Cola Light und das ist eine normale Cola. Mhm. Und der Grund, weshalb die normale Cola untergeht und die Cola Light oben bleibt, ist, weil in der normalen Cola Zucker gelöst ist. Und zwar 36 Gramm, 12 Stück Zucker. So viel? Ja, fragt man sich natürlich, hat da die Flüssigkeit überhaupt noch Platz? Ja, denn wenn sich nämlich die Zuckermoleküle auflösen, dann schieben die sich zwischen die Wassermoleküle. Das heißt, die Flüssigkeit wird nicht mehr, sondern dichter und damit schwerer und sinkt deswegen zu Boden. Unfassbar. In der Cola Light ist Süßstoff gelöst, aber viel weniger, noch nicht mal ein Gramm. Deswegen hat Cola Light etwa die Konsistenz von Wasser und bleibt deswegen an der Oberfläche. Ich trinke nie wieder Cola, ich verspreche es, ich verspreche es. Hat mir meine Mama aber früher schon verboten, weil das nicht gut ist für die Zähne. Deswegen. Ja. Was du sonst noch so erzählst in deinem Programm Denken lohnt sich, zeigen wir dir mal, hier sind ein paar Ausschnitte daraus. Wie zum Beispiel kam das Leben auf die Erde? Was war vor dem Urknall? Warum und womit schnurren Katzen? Das ist bis zum heutigen Tage nicht geklärt. Und warum kotzen die immer nur auf den Teppich und nie aufs Parkett? Womit schnurren Katzen? Mit den Stimmbändern. Aber hat so eine Katze überhaupt Stimmbänder? Und selbst wenn ja, dann müssen sie weiter unten liegen, weil das ist der Bereich, wo es bei der Katze von der Gudrun geschnurrt hat. Gut, ich hätte jetzt aufschneiden und reingucken können, aber dann hätte sie nicht mehr geschnurrt. Dieser Studie, wir kennen diese Ergebnisse alle, 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. Ja, an der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator. Breitbeinig drüber stellen, gucken, was passiert. Oder es gibt eine Tintenfischart, da besitzt das Männchen einen Begattungsarm, der sich vom eigentlichen Körper abtrennen kann. Wirklich? Der schwimmt dann mit dem Samen alleine weg und befruchtet selbstständig die Weibchen. Ja, im Endeffekt eine super Sache, ja, wenn zum Beispiel die Paarungszeit genau mit dem Bundesliga-Start zusammenfällt. Einzeller, Flechten oder Amöben existieren seit Milliarden von Jahren, weil sie genau ein Lebensmotto haben. Ball flach halten, keinen Stress, möglichst wenig denken. Das ist der Schlüssel zu einem langen Leben. Deswegen sterben die Dummen auch nie aus. Das neue Programm Denken lohnt sich von Vinz Ebert. Die wissenschaftlichen Fakten, die stimmen wirklich natürlich alle. Natürlich. Wir haben da recherchiert ohne Ende. Und das finde ich ja das Charmante an diesem Programm oder auch an diesem Buch. Ich trage wissenschaftliche Fakten zusammen und versuche mit den Gesetzen des Humors diese wissenschaftlichen Fakten um das Volk zu bringen. Ja. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass sich das männliche Gehirn vom weiblichen schon ganz schön unterscheidet. Mhm. Erklär's doch noch bitte mal dem Zuschauer, vor allem den Männern. Also das ist jetzt ein Klischee, aber das stimmt wirklich, dass Frauen anders denken als Männer. In jedem IQ-Test gibt es ja diese Aufgabe, mentales Rotieren. Kennt man vielleicht, da müssen so abstrakte Gegenstände gedreht werden und dabei schneiden Männer signifikant besser ab als Frauen. Na super. Interessant. Wollte ich jetzt nicht hören. Ja, Moment. Interessant ist, warum? Wenn Frauen abstrakte Gegenstände drehen, dann fragen die sich intuitiv, was könnte das für ein Objekt sein? Das heißt, sie geben dieser Figur eine Bedeutung und das braucht Rechenzeit. Männer dagegen sagen sich, weiß ich nicht, ist mir auch egal und drehen das Ding. Das heißt also, Frauen brauchen nicht deswegen länger, weil sie langsamer denken, sondern weil sie mehr denken. Ja. Haben Sie das gehört? Ja. Haben Sie das gehört? Merken Sie sich das? Zumindest beim mentalen Rotieren. Bei anderen Sachen habe ich keine Ahnung. Aber also ich sehe, du bist ein Physiker mit Leib und Seele. Ja. Ich meine, du hast dieses Physikstudium mit 1,7 abgeschlossen. Wir können es gerne nochmal betonen. Warum bist du denn jetzt aber nicht mehr als wissenschaftlicher Physiker unterwegs, sondern bist jetzt auf einer Kabarettbühne? Also wie kam jetzt der Sprung vom Physiker auf die Kabarettbühne? Also es
ging so, es war schon ein sehr, sehr steiniger Weg. Also ich bin aus der Forschung gegangen, eben aus diesem Grund, weil ich nicht irgendwo im Labor sitzen wollte, 30 Jahre lang und rumforschen wollte. Da war ich auch nicht zu detailverliebt. Also ich bin mehr so der Generalist. Also da hätte ich in der Forschung wenig Karriere machen können. Bin dann nach dem Studium in eine Unternehmensberatung gegangen, weil ich immer was mit Kommunikation machen wollte. Und das ist mir nach 3 Jahren so auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe, ich muss mein Leben ändern. Mhm. Und bin dann durch Zufälle auf die Bühne gekommen und habe dann gesagt, wieso machst du eigentlich auf der Bühne nicht das, was du kannst, Wissenschaft, Physik erklären. Und ja, das mache ich jetzt seit 10 Jahren. Das ist ja sehr erfolgreich, macht Riesenspaß. Mhm. Und die Leute gehen ins Programm, lachen ab und gehen aber trotzdem mit Wissen nach Hause. Mhm. Aber sag noch, was hat dich an deiner Arbeit in der Unternehmensberatung so genervt, dass du das nicht mehr machen wolltest? Naja, also ich sage ja immer so scherzhaft, ein Physiker versteht von Unternehmensberatung genauso viel wie ein BWLer auch, aber in der Hälfte der Zeit. Ja, es war wirklich so dieser klassische Job am Computer sitzen, irgendwelche Marktanalysen durchführen für Banken und Versicherungen, dann zum Kunden fahren und PowerPoint-Dateien abfeuern. Und ich habe dann immer so ein paar Witzchen zwischendurch gemacht und die fanden das überhaupt nicht lustig. Und ironischerweise bin ich jetzt immer mal wieder in Unternehmensberatungen für Vorträge, für kabarettistische Einlagen gebucht. Und letztendlich sage ich genau das, was ich früher auch gesagt habe. Mhm. Ich hätte damals eine Abmahnung bekommen für die Dinge und heute lachen sie sich tot drüber. Also das finde ich sehr charmant. Deine Anfänge waren ja, also da sahst du noch ein bisschen anders aus. Ja, du hast dich schon sehr verändert vom Typ her. Wir haben Bilder von Vince Eberts Anfängen. Oh Gott, wo habt ihr das aufgegabt? So ging das alles los mit Vince Ebert. Ja, das war mein erstes Programm, das ist sehr, sehr schön. Da habe ich noch einfach seriöse Kabarett, Politkabarett gemacht, wie man das erkennt. Also ich habe am Anfang sehr, sehr viel Quatsch gemacht, habe sehr viel experimentiert, auch mit Typen. Ich hatte mal irgendwie so einen ganz schrägen Alleinunterhalter. Also die Anfänge waren gänzlich unphysikalisch, bis ich dann irgendwann mal auf das Thema gekommen bin und gesagt habe, meine Güte, mach das, was du kannst. Und seitdem lief es irgendwie. Du arbeitest ja sehr eng zusammen mit Eckhard von Hirschhausen. Der ja nur auch schon ein paar Mal bei uns war, auch ein bekannter Kabarettist. Ja. Der ist für dein Programm der Regisseur. Und jetzt habe ich mich gefragt, okay, im Theater mit einem großen Ensemble, klar, da muss es einen Regisseur geben. Aber wozu braucht man einen Regisseur, wenn man allein auf der Bühne steht? Also normalerweise läuft so eine Arbeit, so eine Regiearbeit so ab. Ich schreibe Texte. Das sind dann ungefähr netto 3 Stunden. Eckart guckt sich die Texte an, streicht mir die 50% weg. Mhm. Das ist schon mal das Schlimmste, wenn man so seinen eigenen Text, an dem klebt man ja, und dann Eckart sagt dann immer, nee, das ist nicht witzig. Ja, fürchterlich. Und dann setzen wir uns zusammen dran und erarbeiten aus diesen 1,5 Stunden Text eine Dramaturgie. Also das muss ja schon auch irgendwie einen Anfang und ein Ende haben, es muss eine Struktur haben. Und da ist Eckart einfach hat da ein super Händchen für. Wir sind auch lange befreundet schon. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, er kommt aber nicht zu den Proben, er kommt natürlich zu den Auftritten. Er kommt am Anfang natürlich mit. Aber wenn das dann läuft, dann funktioniert es auch. Ja. Eckart hat übrigens auch in diesem Buch das Vorwort geschrieben. Da bin ich sehr stolz drauf. Wir sind da eng verbandelt, weil wir einfach auch beide in diesem Bereich Wissenschaftskabarett tätig sind. Eben, er als Arzt, als Mediziner. Unser Wissen an den Mann zu bringen.